Heute gebe ich dir einen ganz leichten, sehr einfach umzusetzenden Tipp, wie du es schaffen kannst, Pestizidrückstände aus Obst und Gemüse ganz einfach zu entfernen, was es im Hintergrund überhaupt mit diesen Pestizidrückständen auf sich hat, wo du eventuell auch ja, die Möglichkeit hast, diese Rückstände auch zu einem gewissen Grad schon mal auszuschließen und inwiefern dir in diesem Kontext auch ein Biosiegel hilft. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, bei den Pestizidrückständen ist es erstmal natürlich wichtig zu wissen, dass in der Landwirtschaft diverse Dinge verwendet werden, um die Ertragsdichte von Obst und Gemüse zu verbessern. Dazu zählen in diesem Kontext die Pestizide, auch Dinge wie Herbizide, Fungizide, um letztlich die Ertragsdichte zu erhöhen und im Hintergrund die Möglichkeit und auch die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass es irgendwo einen gewissen Ausfall an Ernte gibt. Gleichzeitig birgt es aber natürlich auch für den menschlichen Organismus die Gefahr, dass man hier auch extern Umweltgifte zu sich nimmt, die zum einen relativ jung sind und in der Folge dadurch der Körper letztlich sehr geringe Toleranzschwellen dazu besitzt. Für den Endverbraucher ist es auch relativ schwer nachzuvollziehen, wo habe ich denn hier möglicherweise auch weniger Pestizidrückstände drin. Eine Möglichkeit wäre hier über ein Biosiegel zu gehen. Allerdings muss man auch hier sehen, es ist nicht unbedingt immer tatsächlich auch drauf, was drin steht. Und zum anderen hat man natürlich auch über die Realität, also wie letztlich auch dann Obst und Gemüse im Supermarkt vielleicht einmal zwischen den einzelnen Lieferketten und Stationen mal Kontakt bekommt, auch die Möglichkeit, dass eventuelle Rückstände dann natürlich auf eigentlich genormte Bioware übergeht. Wie man es letztlich nun lösen kann, ist relativ einfach und simpel. Man versucht hier nämlich über ein ganz altes Hausmittel, das Natron, hier die Pestizidrückstände zumindest zu einem gewissen Anteil wieder rauszubekommen. Funktioniert ganz einfach wie folgt. Man versucht letztlich Natron in ein Spülbecken zu geben. Auch eine Natron-Tablette funktioniert da eins zu eins genauso gut. Rührt das Ganze um, damit man letztlich eine Natronlauge als Lösung bekommt. Gibt Obst und Gemüse rein und lässt das Ganze 15 bis 20 Minuten drin liegen. Nach der Zeit, das entsprechend mal kurz abwaschen, nochmal abtrocknen. Wichtig ist dabei dann aber zu wissen, dass Obst und Gemüse bei weitem nicht mehr so lange haltbar ist wie vorher. Durch letztlich auch diesen Feuchtigkeitskontakt führt es halt letztlich dazu, dass Obst und Gemüse schneller verderblich wird. Das ist sowohl im Kühlschrank als auch nicht im Kühlschrank der Fall. Man hat hierüber eine ganz einfache Möglichkeit, wirklich einen hohen Anteil an Pestizidrückständen aus Obst und Gemüse rauszubekommen. Die im Hintergrund hat letztlich für den menschlichen Organismus einen ja, großen Belastungsanteil darstellen. Wie sich das in der Symptomatik langfristig äußern kann, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe in dem Kontext in der Betreuung von ja, bis heute über 250 Personen auch schon vielerlei Themen in diesem Kontext mitgesehen. Das reicht von einer reduzierten Fähigkeit der Zellen, erstmal natürlich Energie zu produzieren, weil die Zelle an sich hier mit diesen Umweltgiften auch konfrontiert wird. Folglich natürlich auch so eine Stoffwechseleinschränkung gibt, weil der Körper mit diesen Umweltgiften zu arbeiten hat und sehen muss, wie bekomme ich überhaupt meine Ressourcen sinnvoll aufgeteilt. Ähnliches Beispiel kennt man ja auch aus dem Alkohol, als Beispiel hier für Nervengift. Dort versucht der Körper natürlich auch in erster Instanz hier dieses Nervengift mal loszuwerden, versucht dann auch seine Ressourcen vor allem hin zu Abbauprozessen in der Leber zu forcieren. Und genauso ist es letztlich hier auch mit Umweltgiften zu sehen. Der Körper versucht hier seine Ressourcen von extern erstmal auf dieses eine Thema zu bündeln. Und im Nachgang, wie gesagt, Symptomatiken sehr, sehr unterschiedlich. Hin zur Energieproduktion wäre jetzt hier ein Beispiel. Dann diverse andere Symptomatiken, wie beispielsweise auch eine erhöhte Infektanfälligkeit, ist hier ab und an auch ein Thema, weil nämlich hier auch letztlich dem Körper weniger Ressourcen im Kontext des Immunsystems zur Verfügung stehen, um sich dann auch von ja, Krankheitserregern fernzuhalten. Deswegen unabhängig davon, ob du Obst und Gemüse in der Bioform kaufst und zu dir nimmst oder auch nicht, würde ich dir immer raten und empfehlen, das Ganze in einer Natronlauge 15 bis 20 Minuten liegen zu lassen, abzuwaschen und zu trocknen. Dann kannst du immer auf Nummer sicher gehen, zumindest einen großen Anteil hier an Pestizidrückständen rauszubekommen. Bei Bio muss man natürlich auch sehen, es ist auch deutlich kostenintensiver in der Regel. Und dann ist natürlich noch die Frage, habe ich da überhaupt eine Möglichkeit, das auch für jedwede Form von Obst, Gemüse, Beeren jetzt als Beispiel direkt auch zu kaufen? Also habe ich überhaupt eine Verfügbarkeit vor Ort? Vor allem, wenn es dann auch nochmal um besondere Reinheitssiegel geht,
die Metaverse hier ein Beispiel zu nennen. Da ist natürlich auch immer primär die Frage, habe ich da lokal überhaupt Bezug zu? Und wenn entweder das Budget letztlich Bio, Obst und Gemüse nicht hergibt oder man hat sagt, okay, ich habe vielleicht auch lokal gar keine Verfügbarkeit oder Kontext von beiden Dingen, dann würde ich hier, wie gesagt, immer empfehlen, über diesen einen Tipp hier versuchen, die Pestizidrückstände rauszunehmen, um damit dem Organismus letztlich auch weniger Umweltgifte in der Konfrontation zu bieten. Davon haben wir ohnehin schon alle mehr als genug. Es gibt 1000 referenzierte und zertifizierte sogenannte Umweltgifte, die im Umlauf sind, die es auch relativ kurz erst gibt und deswegen auch der Körper sich relativ schwer damit tut, mit dieser doch sehr breiten Fülle an Umweltgiften und letztlich auch einer Belastung für den eigenen Organismus umzugehen. Und deswegen ist auch hier meine Empfehlung, sowohl natürlich zu Klienten als auch hier persönlich an dich, direkt über eine Natronlösung vorzugehen, um dahinter zumindest den grünen Haken setzen zu können. Wenn du nun sagst, hey, ich würde mir gerne auch im Kontext der Ernährung andere Themen ansehen und erkennst auch selbst bei dir Handlungsbedarf, kannst du dich auch direkt bei mir melden, ja, für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns in einem unverbindlichen ersten Telefonat ganz konkret ansehen, wo stehst du aktuell, wo willst du hin, welcher Lösungsansatz und Weg macht hier für dich Sinn und wir dann sehen, wie bekommen wir das auch sinnvoll in eine Zusammenarbeit. Dazu kannst du dir auf meiner Homepage davidbachmeier.com dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin buchen. Und wir sehen dann, wie gesagt, im ersten unverbindlichen Telefonat, wo du aktuell stehst, wo du hin musst. In der Hinsicht abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufende neue Inhalte von mir informiert und auf dem Laufenden zu bleiben. Kontaktiere mich auch gern auf Instagram über eine direkte Nachricht, wenn du irgendeine Frage hast, damit wir auch dir hier deine Fragezeichen nehmen können. Und ansonsten wünsche ich dir an der Stelle hier in diesem einen Tipp viel Spaß, viel Erfolg. Gib diese Info auch gerne weiter. Ja, davon darf gerne jeder auch profitieren, weil hier, denke ich, ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, über ein altbewährtes Hausmittel einfach seine Umweltgiftzufuhr deutlich zu reduzieren. In der Hinsicht freue ich mich schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin viel Gesundheit. Bis dahin, dein David.